Servus zusammen, ich bin's wieder, euer Grey Fox, und ich begrüße euch in meiner letzten Bry-Section. Heute schaue ich mir mal Novus Inceptio an. Das Spiel ist in der Early Alpha und als Early Access in Steam erhältlich. Schlägt mit 20 Euro ohne irgendwelche Rabatte zu Buche. Ich weiß nicht, ob es heute noch aktuell so ist, aber im Steam Sale jetzt zu Weihnachten gab es das Spiel auch für 5 Euro. Wird bestimmt noch den ein oder anderen Tag so sein. Das heißt, wenn es euch gefällt, sofort in den Store und sichert es euch zu einem günstigeren Preis. Ja. Wir schauen mal rein. Ich habe hier schon mal das ein oder andere geguckt und wir fangen jetzt aber hier ein neues Spiel an. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das Spiel eine zufällig generierte Welt hat oder ob wir eine feste Map haben. All das wird sich noch rausstellen, aber ich sehe schon viel Potenzial. Es gibt viele Ecken, wo ich sage, ja, das ist echt schön durchdacht. Läuft zwar teilweise noch ein bisschen hackelig, aber wie gesagt, Alpha, da kann man das durchaus akzeptieren. Und ich habe schon deutlich schlimmere Alpha-Spiele gespielt. So, wir sind in unserer Safe Zone. Wir haben hier auch irgendwie Create Clone. Okay. Eine Klonecke, dann eine kleine Introduction für die einzelnen Belegungen und so weiter. Wenn man Alt drückt, kommt man in den Cursor-Modus. Da kann man dann auch sein Toolbelt und sowas beladen. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Tutorial brauchen wir jetzt nicht. So. Ich möchte das Tutorial nicht. Gehen mal nach unten. Hier gibt es noch mehr Klon-Section-Zeug und so weiter. Und ja, ich weiß noch nicht, ob das jetzt irgendwie ein Raumschiff oder sowas sein soll. Auf jeden Fall können wir jetzt einfach mal straight rauslaufen. Und wie das eben bei den meisten Terraformern so ist. Wir haben sogar eine Quest. Waypoint. Muss man sich jetzt natürlich erstmal so das ein oder andere Tool zusammenbauen. Ja, dann haben wir eben hier unten 1 bis 4. 4 ist Trinken. Brauchen wir Angeln, Foraging und Botanizing. Die haben folgende Effekte. Ich zeig das mal eben. So, wenn wir jetzt die 1 drücken, dann sucht er nach. So, ich bin noch in der Nähe der Safe Zone. Da wird das natürlich nicht klappen. Können wir auch keine Items auf den Boden legen. So, die Safe Zone ist verlassen. So. Botanizing. Muss man nicht zwingend was finden. Ein bisschen Glück haben. Ich glaube aber, wenn man hier an solchen Träuchern und sowas ist. Ja, habe ich jetzt Knowledge bekommen, dann kann man auch eben das Foraging machen, bekommt dann Blätter oder Kirschen und sogar Knochen. All das sind Materialien. Dann gehen wir hier an das Bäumchen. Da können wir mit den Tasten G, Q und F, je nachdem was wir gerade holen wollen, uns eben Branches oder ähnliches beschaffen. Wir nehmen jetzt mal die Branches. Das zeigt dann gleich noch was Gutes. Bald 1 abgebaut ist und eben nicht mehr verfügbar, rutschen die anderen nach. Deswegen kann man auch einfach sagen, wir spielen jetzt hier erstmal mit der Taste F. Zack, 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 zack. Harz und alles. So. Kommen wir mal kurz zum Crafting-Modus. Den öffnet man mit der Taste X als Standardbelegung. Genau, wir wollen jetzt erstmal ein Tool. Wir bräuchten eine Axt. Was brauchen wir für eine Axt?
Ein Stein, ein Branch und einmal Fieber. Wir uns selber bauen. Setzen wir da rein. Schön ist auch immer, dass die Sachen, die wir eben für das Rezept benutzen können, hier eben nicht rot rausgenommen werden. Aber hier noch irgendwo Steine finden. Können wir uns die Axt nicht bauen? Waypoint. Food Basics. Genau, mit diesem Raging und Botanizing können wir uns Essen besorgen. Können wir jetzt hier. Jo. Cherry Seed. Wir können uns auch einen Kirschbaum. Potatoes und gleich ein Raw Stone, das ist super. Mit C öffnen wir auch unser Charakterdings, da kann man dann eben die Rüstungen reinsetzen, wie man das aus RPGs so kennt. Und wir bauen uns jetzt erstmal unsere Axt. Zack, zack, und Craft. Genau, jetzt haben wir eben hier unsere Axt gebaut. Und diese müssen wir jetzt nehmen. Gedrückt halten. Und ziehen den auf unseren Slot. Qualität 10%. Und schon können wir hingehen und sagen: Jo, dicker Baum, wir fällen dich. Dann bekommen wir natürlich Holz und so weiter, wie wir das so eben auch gängig ist in Terraforming Games. So, ein weiterer Waypoint. Schauen wir uns das auch nochmal an. So, wir müssen jetzt natürlich erstmal. Ne, den Combat-Modus noch nicht. Nehmen jetzt hier mal Kartoffel und essen die. Apple und Cherry haben wir. Wir haben Kirschen. Kartoffel gegessen. So, und dann sind wir wieder mit Durst und Hunger. Continue. You must drink water from the bottle. Also, wop, 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 was war das denn? Krasser Shit. Das sollte so nicht sein. Okay. Ja, dann wählt man das aus. Zack. Getrunken. Wasser ist notwendig. Man wird in leeren Flaschen oder Eimern gesammelt. Kann von den Lakes oder den Wells trinken und braucht eben auch etwas Essen, für einiges Essen Wasser. So, der nächste Waypoint da unten. Ja, wir bewegen uns Standard so und entgegen der Norm bringt Shift uns hier zum Schleichen statt zum Sprinten. Mit Tab kommen wir in den Kampfmodus, den brauchen wir jetzt aber auch noch nicht. Deswegen ignorieren wir das hier so mal. So. Der Waypoint sagt uns jetzt bestimmt, dass wir hier Trinkflasche auffüllen. So, Drink. Okay. Gut, wenn wir im Wasser stehen. Inventar, nehmen leere Flasche. Und. E kann man einfach so raustrinken. So, jetzt nehmen wir hier die leere Flasche. Oder auch nicht. So. Und nicht die noch schwimmen. Okay.
Mal wieder. Naja, wenn wir im Wasser stehen, bekommen wir hier als Dropdown die Fill with Water. Und zack, gefüllt. Dann können wir das auch wieder schön auf unser Trinken draufziehen. Oder auch nicht. Das hier drin im Inventar stecken. Ja, wo ist jetzt die Flasche hin? Ach, im Inventar macht das dann automatisch, okay. So. Der nächste Waypoint. Every object. Game. Ist a source of raw materials. Soil, rock, trees, ja, was man so kennt. A2A Inventory. Öffnen. So, das ist das untere, da kommt das schwere Zeug rein. Oben das leichte. Okay. Mit dem schweren Zeug haben wir bis 100 Kilogramm, glaube ich, soll das sein. Oberen 37,5 Kilogramm. Wirklich ist. So. Naja, wir können jetzt hier an dem Baum eben auch wieder Botanizing machen. Zack. Gibt's nichts mehr? Nein, ich wollte dich noch nicht fällen. Und tschüss, Baum. Ja. Lieg einfach mal irgendwo anders hin. Ja, wie gesagt, ist eben doch eine Alpha. Ich sehe sehr viel Potenzial da drin. FOM for foraging. Ja. Stop. Nehmen wir die ganzen Äpfel mit. Auch eine schöne Sache, wenn man eine der Punkte abgeschlossen hat, rutscht der Rest nach. Gibt's hier echt eine Vielfalt an Dingen, die wir tun können. So, schauen wir mal, wie weit wir dann den Baum bekommen. Fliegbäumchen, Home Run, komm. Gib uns einen neuen Home Run. Okay, nee, der fällt einfach um. So, können wir den nochmal zerchoppen. Bekommen dann in einem Apfelbaum das Holz. Wird auch unterschieden anscheinend. Und wenn wir das abgebaut haben, verschwindet der eben. Wir können hier Blätter und alles pflücken. Jo. Get the stones from the rock. Jetzt haben wir den Stein. Dann kommt die Erläuterung, wie man eben aus Dingen Sachen herstellt. Wir müssen jetzt eine Crude Axe bauen. Die habe ich aber schon. Gut, wir bauen trotzdem mal noch eine. X in Crafting Modo. So, dann brauchen wir die Parts. Das aus allen möglichen bauen, Cotton und so weiter. Tools, Good Eggs. Da hauen wir jetzt Sachen rein und bauen sie nochmal. So, wieder im Inventar. Und da haben wir sie halt hier hin. Quest abgeschlossen. Als nächstes brauchen wir einen Hammer. Hammer benötigen wir was? Okay. Also man hat eben eine gewisse Kette an Abfolgen, die man durchmachen muss mit den einzelnen Items, um das oder das zu bekommen. Deswegen sagen wir jetzt auch ein Shaft. Wir können hier auf Autofill setzen und wenn wir dann craften, hier Set Maximum, können wir die Nummerzahl. Und wenn ich jetzt auf Craft drücke, baut er 1.
Oder? Nee, wo bist du? Autofill das an. Dann müssen wir es nicht immer reinziehen, das ist gut. So, als nächstes brauchen wir Head. Brauchen wir gleich einfach mal zwei Stück. So, brauche ich denn noch den Hammer? Zwei Heads, ein Handle und ein Rope. Handle, 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 Handle ist hier. Dafür benötigen wir einen Schaft und einen Ignat. Das haben wir noch nicht. Okay. Ach nein, entweder oder. Aha. Kupfer oder eben. So. Und das Rope. Dafür brauchen wir zweimal Fiber. Das wissen wir auch, wie es geht. Und dann haben wir vergessen, das Rope zu machen. Los. Dann können wir uns unseren Hammer bauen. Zack. Nächstes Tool. Tutorial ist jetzt gerade zugegangen. Das heißt, wir haben so die ersten Basics jetzt eben mal durch. Oh. An der Stelle würde ich dann ganz gern mal eure Meinung zu dem Spiel wissen. Seht ihr Potenzial da drin oder bleibt ihr doch eher bei den Klassikern wie Minecraft und Co.? Ich bin auf jeden Fall gespannt und danke euch an der Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Und wie immer, haut rein, bis die Tage.